Eine Animierdame stößt Bescheid. Ich sitze nachts auf hohen Hockern, berufen Herrn im Silberhaar, moralisch etwas aufzulockern. Ich bin der Knotenpunkt der Bar. Sobald die Onkels Schnaps bestellen, rutsch ich daneben, lad mich ein und sage nur, ich heiße Ellen. Lass dicke Männer um mich sein. Man darf mich haargenau betrachten. Mein Oberteil ist schlecht verhüllt. Ich habe nur darauf zu achten, dass man die Gläser wieder füllt. Wer über 20 Mark verzehrt, der darf mir in die Seiten greifen. Oder falls er solcherlei begehrt, mich in die bessere Hälfte kneifen. Selbst wenn mich einer Hure riefe, obwohl ich etwas Besseres bin, das ist hier alles inklusive. Und in den Whiskys schon mit drin. So sauf ich Schnaps im Kreis der Greise und nenne dicke Bäuche du und höre gegen kleine Preise der wachsenden Verkalkung zu. Und manchmal geh ich dann mit einem der Jubelgreise ins Hotel. Vergnügen macht es zwar mit keinem, es lohnt sich aber finanziell. Falls freilich einer glauben sollte, mir könnte Geld im Bett genügen. Also wenn ich die Wahrheit sagen sollte, da müsste ich aber lügen.